Und hier ist sie, die nächste Kategorie für die Vorzocker Awards 2013 und die heißt Derbster Style. Und da prämieren wir Spiele, die so außergewöhnlich aufgemacht sind, audiovisuell, so etwas Ungewöhnliches, etwas Besonderes, etwas Tolles bieten, dass wir sagen, wow, das will prämiert sein. Und wer die Nominierten sind, seht ihr jetzt. DMC Devil May Cry. Good, I finally have your attention. Auch wenn den meisten Fans Dantes Transformation vom weißhaarigen Nippon-Hipster zum schwarzgeschopften Ami-Teenager nicht so gefällt, in Sachen Coolness und Monster-Design kann DMC den alten Devil May Cry-Episoden locker das Wasser reichen. Kommerziell ging der mutige Reboot dennoch baden. Schade eigentlich. Ni no Kuni. Okay, auch spielerisch ist Ni no Kuni nicht von schlechten Eltern. Wirklich herausragend ist aber die optische Präsentation des Fernost-Abenteuers. Die Anime-Experten Studio Ghibli kreierten gemeinsam mit Level 5 eine derart liebevolle Fantasy-Welt mit nicht minder zauberhaften Bewohnern, dass selbst notorische Zeichentrick-Hasser entzückt lächeln müssen. Saints Row 4. Einst als GTA-Konkurrent für Gaming-Prolls angetreten, hat sich Saints Row spätestens mit der aktuellen Episode dem ganz eigenen Open-World-Wahnsinn verschrieben. Durchgedrehter Gangster-Alltag mit Karnevalskostümen, Aliens und Robotern, Dildo-Schwertern und der bescheuerten Dubstep-Gun. Ist euch GTA 5 zu spießig, seid ihr bei Saints Row 4 genau richtig. Killer is Dead. Schräge Charaktere und durchgestylte Optik jenseits gängiger Klischees. Das sind seit jeher die Markenzeichen von Suda 51, Japans vielleicht eigenwilligstem Entwickler. Die ultra-brutalen Schnetzelaufträge von Auftragskiller Mondo locken mit überzogener Gewaltdarstellung im edel reduzierten Erwachsenen-Comic-Stil. Schick! Grand Theft Auto 5. Okay, im Vergleich zu den übrigen Nominierten wirkt das neueste GTA in Sachen Style fast schon bodenständig. Eine derart vielfältige und detailliert ausgearbeitete Welt hat aber noch kein Spiel zuvor jemals geboten. Kurz gesagt, Los Santos lebt. Kombiniert mit einer Story, die einem Pulp Fiction 2 alle Ehre machen würde, sieht und hört man GTA 5 die immensen Produktionskosten zu jeder Sekunde an. Oh my God! So, Jungs und Mädels, jetzt seid ihr gefragt, postet in die Comments, welcher der Nominierten denn bitteschön gewinnen soll. Und wenn ihr euch die weiteren Kategorien angucken wollt, dann postet bzw. klickt einfach mal in die Playlist, da wird euch dann weitergeholfen. Ja, jeden Tag eine neue Kategorie wird dort in der Playlist erscheinen. Und in dem Moment, wo ihr abstimmt, sichert ihr euch die Chance auf einen der Gewinne. Denn jeder Teilnehmer macht quasi mit bei unserer großen Vorzocker Award 2013 Verlosung. Ihr seht, wir haben hier eine Menge aufgebaut. Wenn ihr euch die Preise im Detail anschauen wollt, dann klickt einfach mal auf das Video. Da zeigen wir euch das Zeug.